Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, was du gestern zum Mittagessen hattest und dass du wie ein Baby geheult hast, als sich dein Lieblings-Promi-Paar getrennt hat. Vor 20 Jahren klang das noch gruselig, aber heute, in der Ära der sozialen Netzwerke, kann das im Grunde jeder über seine Ehefreunde sagen. Und manche nerven auch etwas mit ihrem Oversharing und schlechten Online-Manieren. Aber damit dir das nicht passiert, habe eine Liste der Dinge, die du nicht tun solltest. Nummer 1. Ein Wort Nachrichten senden. Manchmal, wenn man mit Freunden chattet, versucht man, so kurz und ausdrucksstark wie möglich zu sein und seine Gedanken in kurze Sätze oder Worte zu fassen wie fantastisch oder Deal und so weiter. Das ist auch in Ordnung, solange damit auch die Botschaft übertragen wird. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn jemand einen längeren Satz schreibt und ihn aus irgendeinem Grund aufteilt und Wort für Wort sendet. Vielleicht berechnet der Internetprovider Ihnen für jeden Buchstaben in einer Nachricht eine Gebühr, aber die Anzahl der Nachrichten ist unbegrenzt? Wie auch immer, stell dir vor, wie ärgerlich das für die andere Seite ist. Du kettest die andere Person sinnbildlich ans Display und lässt sie warten und zusehen, wie deine Gedanken einer nach dem anderen geboren werden. Es ist noch schlimmer, wenn der Angeschriebene nicht beim Telefon oder Laptop ist und das Gerät ständig piept und vibriert. Es ist schon ziemlich krass, 42 Nachrichten in 5 Minuten zu erhalten, nur um zu erfahren, dass deine Freundin gestern einkaufen war und 3 Paar Stilettos gekauft hat. Nummer 2. Nur Hallo in einer Nachricht. Hast du diesen einen Freund, der nur Hallo schreibt, die Nachricht sendet und auf deine Antwort wartet? Ich gehe mal davon aus, dass sie versuchen, höflich zu sein. Aber die Online-Kommunikation ist etwas anders als die Kommunikation in der realen Welt. Die andere Person kann nicht einfach Hi antworten und weitermachen. Sie fragt sich, was um alles in der Welt willst du? Bist du da? Hast du eine Minute? Und dergleichen fallen ebenfalls in diese Kategorie. Es ist viel besser, die Person zu begrüßen und zu erklären, was du von ihr willst und das in einer Nachricht. Das wird auch beiden eine Menge Zeit sparen und helfen, das Problem, das ihr habt, schneller zu lösen. Nummer 3. Leute mit E-Cards bombardieren. Ich liebe es, E-Cards zu erhalten. Je mehr, desto besser und ich bin besonders begeistert, wenn sie glitzern. Das sagt niemand. Newsflash. Dein Morgen wird gut sein, dein Wochenende wird noch großartiger werden und dein Sommer wird geil. Auch wenn du keine dieser Karten bekommst, die jemand online gefunden und an 36 andere Leute geschickt hat. Die wahrscheinlich nervigsten E-Carders sind diejenigen, die die unmöglichsten Feiertage finden, um einen fröhlichen Gurkentag oder frohen Imkertag zu wünschen. Wenn du aber tatsächlich einen Freund hast, der ein Imker ist, das ist übrigens fantastisch, und du ihm zeigen willst, dass du seinen Beruf schätzt, ist das Beste, wenn du ihn anrufst oder analog eine Karte schreibst. Selbst 2 geschriebene Zeilen sind besser als eine mehrfarbige generische Karte. Igitt. Nummer 4. Zu viel Zeug posten. Sharing is caring. Wer teilt, der kümmert sich. Aber manchmal geht das zu viele Teilen auch nach hinten los. Willst du wirklich wissen, was deine Freundin jeden Tag zum Frühstück hat? Wie ihre Fahrt zur Arbeit aussah? Hier kommen die Videos. Und wie sie zum Einkaufen ging? Wenn du keine Nachrichtenagentur bist, dann könnte es eine gute Idee sein, die Anzahl deiner Beiträge auf einen pro Tag zu begrenzen. Selbst wenn du, sagen wir, auf Reisen bist oder etwas anderes tust, das Aufregendste auf der Welt ist, bist du dir sicher, dass deine Abonnenten wirklich 187 Bilder von deiner Reise sehen möchten? Wenn ja, dann werden sie wahrscheinlich lieber einen Blick in dein Facebook-Album werfen, als durch ihren Instagram-Feed zu blättern. Ein paar Bilder, die wirklich gut aussehen, sind vollkommen ausreichend und letztendlich ausdrucksstärker nach dem Motto »Weniger ist mehr«. Übrigens, Social Networking Sites werden heutzutage tatsächlich intelligenter und filtern Inhalte so, dass nicht alles, was dein superaktiver Freund postet, in deinem Feed erscheint. Ich danke euch. Nummer 5. Livestreaming-Konzerte und Veranstaltungen. Warst du schon einmal auf einem Konzert, das du nicht besuchen wolltest? Dann kannst du dich wahrscheinlich bei einem Freund bedanken, der gerne das ganze Konzert mitschneidet oder mit dem Livestreaming auf Instagram beginnt. Ich weiß, die Begeisterung ist riesig, wenn Beyoncé auf der Bühne steht, aber für deine Freunde sieht das nicht so aufregend aus. Vor allem, wenn du nicht vorne in der ersten Reihe stehst und deine Handykamera nicht in Full HD aufnimmt.
Denkst du dabei eigentlich auch an Piraterie gegenüber den Künstlern? Das gleiche gilt für Geburtstagspartys, Baseball, Abschlussfeier, eigentlich für jedes Event. Und nein, 32 Instagram-Stories über diese eine Veranstaltung zu erstellen, an der du teilgenommen hast, ist nicht besser. Teile ein gutes Bild oder Video und füge eine aussagekräftige Geschichte hinzu, wie aufregend es war, Teil dieses Events zu sein und was dir besonders gut gefallen hat. Vertrau mir, das kommt viel besser an. Nummer 6. Verrückt nach Hashtags und Emojis. Manche Leute glauben, dass die Emojis nutzen müssen, um ihren Worten die richtige Interpretation zu verleihen. Deshalb fügen sie nach jeder Zeile ein Emoji hinzu. Oder noch besser, nach jedem Wort im kurzen Satz. Vielleicht ist es eine gute Idee, die Leute einfach mal lesen zu lassen und ihren Augen eine Pause von Emojis zu gönnen. Dasselbe gilt für Hashtags. Wenn du kein Blogger bist oder ein kommerzielles Konto hast, glaubst du wirklich, dass das Hinzufügen von Hashtag Quote, Hashtag Populär, Hashtag Schön dir helfen wird, mehr Aufmerksamkeit zu erregen? Eigentlich sieht das nur albern aus. Nummer 7. Veröffentlichen von aufmerksamkeitsstarken Updates. Was habe ich getan, um das zu verdienen? Trauriger Smiley. Alle Menschen durchleben harte Zeiten, aber einige haben das Bedürfnis, ihre Nöte kryptisch in die Welt hinaus zu posaunen. Sie sagen nicht, was los ist, sie ziehen es vor, eine Aura der Geheimhaltung zu erzeugen. Und wenn du nachfragst, schreiben sie, ich schicke dir eine PM. Tiefgründige Zitate wie Liebe ist Liebe und keine Liebe ist keine Liebe funktionieren auch gut für diese Menschen. What the hell? Und dann kommen Nachrichten, dass sie eine Pause von Social Media machen und 2 Tage später als Whiner oder Winner zurückkommen. Vielleicht auch als Wiener. Wähle selbst oder hör einfach damit auf. Bitte. Nummer 8. Dein Liebesleben enthüllen. Es ist fantastisch, verliebt zu sein, aber musst du wirklich jedes Detail deiner Beziehung mit dem Rest der Welt teilen? Das Posten von Selfies mit zu viel Zuneigung, die Dokumentation eurer privaten Feiertage oder das Teilen von Bildern deines schlafenden Partners ist definitiv zu viel. Nein, es ist definitiv viel zu viel. Was aber noch schlimmer ist, ist das Posten von gemeinem Zeug, wenn man sich streitet oder sich getrennt hat. Nummer 9. Sprachnachrichten mit nur einem Wort. Nicht jeder mag Sprachnachrichten, weil es nicht immer passt, sie abzuhören bei der Arbeit oder beim Familienessen. Und was noch schlimmer ist, ist, wenn man einer Person eine direkte Frage stellt und anstatt Ja oder Nein zu tippen, nehmen sie es mit ihrer Stimme für dich auf. Der unglückliche Empfänger muss sich dann entschuldigen, einen ruhigen Ort finden und dieser Antwort lauschen. Außerdem kannst du keine Sprachnachricht kopieren und einfügen, falls nötig. Und wenn dein Internetzugang eingeschränkt ist, wirst du Sprachnachrichten noch mehr hassen. Nummer 10. Leute einladen, Dinge zu liken, die ihnen selbst offensichtlich egal sind. Es ist toll, wenn du und deine Freunde gemeinsame Interessen habt und du sie einlädst, eine Seite zu liken, von der du weißt, dass sie sie tatsächlich mögen werden. Aber wenn du Seiten oder Events für die Arbeit erstellst und Einladungen zum Liken und Folgen an deine gesamte Freundesliste schickst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn sie dich auf die Ignorieren-Liste setzen. Nummer 11. Personen in Fotos und Kommentaren markieren, ohne sie zu fragen. Nicht jeder mag es, auf Partybildern oder irgendeinem anderen Bild markiert zu werden, egal wie lustig und fantastisch es auch sein mag. Und noch weniger Leute mögen es ungefragt bei Markiere 2 Freunde in Kommentaren und gewinnt einen Sonnenschutz. Es ist immer eine gute Idee, zuerst die Leute zu fragen und dann ihre Bilder oder ihren Nickname mit dem Rest des Internets zu teilen. Nummer 12. Reposting. Alles, was du siehst. Es ist normal, sich für Dinge zu begeistern und sie mit deinen Freunden zu teilen. Aber bist du dir sicher, dass sie jeden Tag 17 Bilder von Welpen sehen wollen oder diese Was für ein Möbelstück wärst du Tests? Auch wenn du nützliche Artikel oder Nachrichten repostest, erkläre auch, was sie dir bedeuten oder was deine Meinung dazu ist, anstatt einfach nur auf Teilen oder Retweeten zu klicken. Sonst ist es nur ein Post, den deine Abonnenten bereits zigmal gesehen haben und ihren Feed überschwemmen. Oh, das fühlt sich so gut an, es endlich mal gesagt zu haben. Und? Welche dieser Gewohnheiten ärgert dich am meisten? Oder ist es etwas, das nicht auf meiner Liste stand? Schreib es unten in die Kommentare. Wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib diesem Video ein Like und teile es mit einem Freund.
Aber hey, poste jetzt noch nicht diese 47 Bilder von den verdammt süßen Welpen. Wir haben viele coole Videos, die dich interessieren werden. Klicke einfach auf das linke oder rechte Video, lehn dich zurück und erfahre mehr über die Welt. Bleib auf der Sonnenseite des Lebens.